Du wirst nicht glauben, was mein Mann mich tun ließ. Drei Männer, eine Nacht. Es sollte ein Witz sein, aber es hat fast alles zerstört. Es war ein Freitagabend, einer dieser Abende, an denen man einfach nur abschalten möchte, den Stress der Woche loslassen und mit der Person zusammen sein möchte, die man liebt. Mein Mann und ich entspannten uns zu Hause, tranken Wein und sprachen über verschiedene Dinge. Es fühlte sich wie einer dieser gemütlichen Abende an, an denen nichts Besonderes passieren sollte. Doch dann sprach er etwas an, das mich völlig aus der Fassung brachte. Er fragte beiläufig, ob ich jemals daran gedacht hätte, mit anderen Männern zusammen zu sein. Zuerst dachte ich, er würde scherzen, also lachte ich es ab. Aber dann fuhr er fort. Er fragte nicht nur nach irgendwelchen Männern, sondern sprach speziell von schwarzen Männern, drei davon. Mein Herz begann zu rasen, und zwar nicht auf eine gute Weise. Mein Verstand konnte nicht verarbeiten, was er da vorschlug. Wer sagt schon so etwas? Ich starrte ihn an und wartete auf ein Zeichen, dass er mich auf den Arm nahm. Aber sein Gesichtsausdruck blieb ernst. Ich fühlte mich unwohl, um es gelinde auszudrücken. Ich dachte, vielleicht sei es eine seltsame Fantasie, die er mit mir teilte, und wir würden das Thema wieder fallen lassen. Aber nein, er sprach immer wieder darüber. Zuerst waren es kleine Kommentare, hier und da, neckische Bemerkungen darüber, wie es wohl wäre. Dann begann er, direkte Vorschläge zu machen. Er sprach darüber, wie es unsere Beziehung aufregender machen könnte, wie es ein einmaliges Erlebnis wäre, das frischen Wind in unsere Beziehung bringen würde. Ich wusste nicht einmal, wie ich darauf antworten sollte. Wie sollte ich auf so etwas reagieren? Sollte ich Ja sagen? War das irgendeine Art Test? Mit der Zeit tauchte das Thema immer wieder in unseren Gesprächen auf. Zuerst tat ich es schnell ab, wechselte das Thema oder erfand Ausreden. Aber mein Mann ließ es nicht los. Er sprach sogar über konkrete Männer, Freunde von ihm. Er meinte, sie seien alle coole Typen, dass nichts passieren müsse, wenn ich nicht wollte, und dass es nur zum Spaß wäre. Jedes Mal, wenn er es ansprach, drehte sich mir der Magen um. Aber ich wusste nicht, wie ich ihm sagen sollte, wie sehr mich das belastete. Ein Teil von mir wollte keinen Streit anfangen, aber ein anderer Teil von mir verspürte ein wachsendes Gefühl der Verbitterung. Eines Abends ging er sogar noch weiter. Er schlug vor, dass wir diese drei Männer treffen könnten. Er stellte es so dar, als sei es nichts Besonderes. Nur ein zwangloses Treffen mit einigen seiner Freunde. Ich zögerte. Unsicher, ob das ein weiterer Versuch seinerseits war, mich in etwas zu drängen, mit dem ich mich nicht wohlfühlte. Aber um des Friedens willen und um unsere Ehe nicht wegen einer, hoffentlich, schlechten Idee zu gefährden, stimmte ich widerwillig zu. An diesem Abend trafen wir seine Freunde in einer Bar in der Nähe. Die ganze Zeit fühlte ich mich nervös, als würde ich in eine Falle tappen. Seine Freunde schienen nett genug zu sein. Höflich, charmant und vielleicht ein bisschen zu freundlich. Doch in der Luft lag eine gewisse Spannung. Und ich hatte das Gefühl, dass etwas Ungesagtes zwischen ihnen und meinem Mann bestand. Mir wurde schlecht. Je länger der Abend dauerte, desto mehr flossen die Getränke und die Gespräche wurden flirtender. Ich versuchte darüber zu lachen, aber tief in mir fühlte ich mich extrem unwohl. Einer der Männer warf mir immer wieder lange Blicke zu und jedes Mal, wenn ich seine Augen auf mir spürte, wurde mir flau im Magen. Mein Mann dagegen schien völlig entspannt, als würde er es genießen, mich all diese Aufmerksamkeit bekommen zu sehen. Er lächelte mich an, als sei das alles ein Spiel. Schließlich landeten wir alle wieder bei uns zu Hause. Ich wollte das eigentlich nicht, aber mein Mann bestand darauf, dass es zu Hause entspannter sei. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich auf etwas zusteuerte, für das ich nicht bereit war. Als wir wieder im Haus waren, änderte sich die Stimmung. Die Männer saßen auf dem Sofa und scherzten herum, aber es lag eine Spannung in der Luft. Ich war in der Küche und versuchte mich irgendwie zu beschäftigen, als einer von ihnen hereinkam, um mir beim Aufräumen zu helfen. Er kam mir viel zu nah,
stand nur Zentimeter von mir entfernt und ich spürte seinen Atem an meinem Hals, als er sich nach einem Geschirrtuch streckte. Mein Herz raste erneut und nicht auf eine gute Weise. Dann flüsterte er mir etwas ins Ohr. Ich konnte nicht alles hören, was er sagte, aber ich verstand genug, um zu wissen, dass es nicht nur um ein Zusammensein ging. Er machte einen Annäherungsversuch und ich spürte, wie mir die Kontrolle über die Situation entglitt. Mein Mann war im anderen Zimmer, vermutlich ahnend, was geschah, und es schien ihm egal zu sein. Ich fühlte mich gefangen. Ich versuchte, es zu überspielen, aber die Spannung wuchs weiter. Der Mann kam mir immer wieder nahe, berührte mich hier und da leicht, testete die Grenzen, um zu sehen, wie weit er gehen konnte. Ich fühlte mich wie eingefroren. Sollte ich ihm sagen, er solle aufhören? Sollte ich meinen Mann rufen? Aber wie würde das aussehen? Mein Kopf raste mit tausend Gedanken und mein Körper reagierte auf eine Weise, die ich nicht verstand. Ich war mir nicht sicher, ob es Angst, Aufregung oder beides war. Es war, als stünde ich am Rand von etwas Gefährlichem. In diesem Moment wurde mir klar, wie tief ich mich in diese Situation verstrickt hatte und dass ich aus der Küche, aus dem Haus, aus diesem ganzen Durcheinander heraus musste. Aber ich wusste nicht wie. Jedes Mal, wenn ich mich bewegen wollte, fühlte es sich an, als würde mich etwas zurückhalten, wie ein unsichtbares Gewicht, das mich an Ort und Stelle hielt. Die Luft in der Küche fühlte sich dick an, fast erstickend. Ich musste hier raus, aber meine Füße schienen am Boden festzukleben. Der Mann neben mir machte keine Anstalten, zurückzuweichen. Und die Art, wie er mich ansah, ließ meine Haut kribbeln. Er lehnte sich noch näher heran, sein Atem jetzt direkt an meinem Ohr, und flüsterte noch etwas. Dieses Mal verstand ich ihn klar und deutlich. Du siehst aus, als wolltest du das. Das war der Moment, der mich aus meinem erstarrten Zustand riss. Ich wich schnell zurück, stieß gegen die Theke hinter mir. Ich versuchte, so viel Abstand wie möglich zwischen uns zu bringen, ohne eine Szene zu machen. Mein Herz schlug wild und ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss. Eine Mischung aus Wut und Scham. Ich wusste, dass ich das sofort beenden musste, aber mein Kopf schwirrte und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich blickte zur Tür, hoffte, mein Mann würde hereinkommen und merken, dass die Situation aus dem Ruder lief. Aber das tat er nicht. In diesem Moment wurde mir klar, dass er es nicht tun würde. Er war es gewesen, der mich überhaupt in diese Situation gebracht hatte. Ich war auf mich allein gestellt. Ich schob den Mann beiseite und ging ins Wohnzimmer, wo die anderen beiden Männer zusammen mit meinem Mann lachten. Sie schienen die Spannung oder die Panik, die ich verspürte, nicht zu bemerken. Mein Mann sah mich an und lächelte, völlig unbewusst von dem inneren Aufruhr, der in mir tobte. Oder vielleicht wusste er es und es war ihm einfach egal. Ich konnte es nicht mehr sagen. Ich setzte mich an den Rand des Sofas und griff das Kissen so fest, dass meine Knöchel weiß wurden. Immer wieder dachte ich an das, was gerade in der Küche passiert war, wie knapp ich davor gewesen war, eine Grenze zu überschreiten, für die ich nicht bereit war. Ich wollte etwas sagen, meinem Mann klarmachen, dass das für mich keinen Spaß machte, dass das für mich nicht aufregend war, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Der Abend zog sich hin, jede Minute fühlte sich schwerer an als die vorherige. Die Männer tranken weiter, lachten, und mein Mann spielte weiter mit, als wäre alles normal. Doch nichts davon war normal. Ich spielte den Moment in der Küche immer wieder in meinem Kopf durch, wie knapp es gewesen war, die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Es machte mir Angst, und mehr noch machte es mich wütend. Wie konnte mein Mann mich in etwas derartiges drängen? Wie konnte er so locker damit umgehen, als ob meine Gefühle keine Rolle spielten? Endlich verabschiedeten sich die Männer und ich spürte eine Welle der Erleichterung über mich hinwegspülen, wie eine Last, die von meiner Brust genommen wurde. Ich sah ihnen nach, wie sie aus der Tür gingen und zum ersten Mal an diesem Abend hatte ich das Gefühl, wieder atmen zu können. Aber die Spannung war nicht verschwunden. Sie war immer noch da. Brodelte direkt unter der Oberfläche. Nachdem sie gegangen waren, drehte ich mich zu meinem Mann um. Er lächelte immer noch, als hätte er den perfekten Abend veranstaltet.
aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich musste etwas sagen. »Was sollte das?«, fragte ich, meine Stimme zitternd. »Was meinst du?«, antwortete er, scheinbar wirklich verwirrt, als hätte er keine Ahnung, wovon ich sprach. »Das«, sagte ich und deutete zur Tür, durch die seine Freunde gerade gegangen waren. »Dieses ganze Ding, was hast du dir dabei gedacht?« Er zuckte die Achseln. Seine lässige Art machte mich nur noch wütender. »Es war nur ein bisschen Spaß. Du musstest ja nichts tun, was du nicht wolltest.« Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Verstand er wirklich nicht? »Spaß?«, sagte ich. Meine Stimme erhob sich. »Das nennst du Spaß? Du hast mich in eine Situation gebracht, in der einer deiner Freunde über mich hergefallen ist. Und du hast da nur gesessen, als wäre es kein großes Ding.« Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht meines Mannes. Und zum ersten Mal an diesem Abend sah ich einen Anflug von Erkenntnis in seinen Augen. Aber er entschuldigte sich nicht. Stattdessen wurde er defensiv. »Ich dachte, du wärst dabei«, sagte er. »Du hast doch nichts gesagt. Du hast ihn nicht gestoppt.« Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Weil ich nicht wusste, wie. Ich wusste nicht, wie ich Nein sagen sollte, ohne alles zu ruinieren, ohne es noch unangenehmer zu machen. Ich habe dir vertraut, dass du mich beschützt, dass du auf mich aufpasst. Und stattdessen hast du mich in eine Situation gebracht, in der ich fast etwas getan hätte, das ich den Rest meines Lebens bereuen würde. Er sah weg. Sein Gesichtsausdruck war unlesbar. Für einen Moment dachte ich, er würde sich entschuldigen, dass er endlich verstehen würde, was er getan hatte. Aber als er sprach, waren seine Worte kalt. »Du übertreibst. Nichts ist passiert. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten.« Das war's. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht länger so tun, als wäre das in Ordnung, als wäre unsere Ehe in Ordnung. Ich war zu weit getrieben worden und es gab kein Zurück mehr. Ich stand auf, griff nach meinem Telefon und ging zur Tür. »Wo gehst du hin?«, fragte er, seine Stimme jetzt scharf. Ich hielt im Türrahmen inne, den Rücken ihm zugewandt. »Ich brauche etwas Abstand. Ich muss herausfinden, was ich will, denn im Moment glaube ich nicht, dass ich das hier noch weiter kann.« Er sagte nichts und ich sah nicht zurück. Ich ging aus dem Schlafzimmer, den Flur hinunter und aus der Haustür, trat in die kühle Nachtluft. Als ich dort stand und tief durchatmete, um mich zu beruhigen, wurde mir etwas klar. Ich war so darauf fixiert gewesen, was er wollte. Darauf, ihn zufriedenzustellen, dass ich völlig aus den Augen verloren hatte, was ich brauchte, was ich verdiente. Das würde ich nie wieder zulassen. Als ich die Straße entlang ging, weg vom Haus, verspürte ich ein seltsames Gefühl der Erleichterung. Ich wusste nicht, was die Zukunft bringen würde, aber eines wusste ich sicher. Ich würde mich nie wieder von jemandem herumstoßen lassen. Ich war fertig damit, in jemand anderes Spiel gefangen zu sein. Von nun an würde ich mein eigenes Leben und meine eigenen Entscheidungen kontrollieren. Und niemand würde mich jemals wieder zu etwas drängen, das ich nicht wollte.